Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von German Junior TV. Es ist der Finaltag, es ist der Sonntag und ich habe neben mir bereits die ersten glücklichen Gewinner der Yonex German Junior 2019. Und zwar sind das die Gewinner aus dem Mix und das sind Zhang Shenbang und Luo Xuming aus China. Da ich kein Chinesisch spreche, habe ich mir eine Unterstützerin gesucht und zwar die Marie, die uns jetzt hier das Ganze von Deutsch auf Chinesisch übersetzen wird. Also erstmal vielen Dank dafür. Ja, herzlichen Glückwunsch an euch beide, dass ihr hier den tollen Sieg eingefahren habt und ihr habt ungesetzt das Finale erreicht. Wie zufrieden seid ihr mit eurer Leistung? 首先第一个问题呢，就是说，你们对于自己的表现，就这几天的表现，感到满意吗？ 整体比较满意，然后对于这比赛准备的也比较多，所以拿到冠军也比较开心。 Also insgesamt ist er ziemlich zufrieden, weil er hat auch dafür ziemlich viel trainiert und so weiter. Und ja, also ist ziemlich zufrieden. Ihr habt gerade im Finale gegen zwei Koreaner gespielt, auch ein sehr starkes Mix. Welche Taktik hattet ihr, um dieses Spiel zu gewinnen? 就你们刚刚对打的是韩国队，那么就是现在的问题是你们主要用的什么战略，或者说你们赢的是在哪方面赢的韩国队？ 就是这一场球，就他们手上实力比较硬，然后我们就是多勾拐为主，然后把他们的位置打开，然后这样会就会比较有优势一点。 Also die Haupttaktik, die sie benutzt haben, ist vor allem sozusagen die Spieler, weil es war ja ein Doppel- und Mixed-Spiel, sozusagen voneinander zu trennen, mehr oder weniger, sodass sie dann jeweils sich auf einen Spieler konzentrieren können. China gilt ja, ja hierzulande als beste Badminton-Nation der Welt. Wie schwer ist es denn, in die chinesische Nationalmannschaft zu kommen? China算是世界上羽毛球方面比较强的一个国家了。那么，就我们好奇说，你们如果想进国家队的话，那有多难呢？现在我们还是在国家队集训，就每段时间会打一次队内的循环赛。 Also natürlich ist es sehr schwer, hat er gesagt, aber es gibt halt regelmäßig Training und natürlich auch viele Turniere und dann sammelt man anscheinend Punkte. Genau, also dann sammelt man Punkte und kommt dann irgendwann rein. Ihr seht beide äußerst fit aus, körperlich fit. Ihr trainiert wahrscheinlich viel. Wie sieht denn so ein typischer Trainingsalltag, ein typischer Trainingstag in China aus? 那么下一个问题就是说，你们每一天都会肯定有很多的这个训练什么的。那么一天的这个训练的话，时间表什么的，看就是大概是怎么样的一个安排呢？ 就是大概上午3个半小时，然后下午都差不多，就三个半小时左右。 就是上下午都三个，就是七个小时，七个半小时。Okay. Also Vormittag wird dann erstmal drei bis vier Stunden trainiert und danach Mittag auch. Also insgesamt so 7 bis 8 Stunden pro Tag. Das hört sich auf jeden Fall nach einer Menge an. Letzte Frage ist: Was ist denn euer großes Ziel? Ihr seid jetzt junge chinesische Badmintonspieler. Wo wollt ihr irgendwann in eurer Badminton-Karriere vielleicht im Erwachsenenbereich mal hinkommen? 最后一个问题呢，就是说你们现在打羽毛球打了这么长时间了，那么，对于自己日后的这个职业方面有什么打算呢？就是想进哪个队吗？还是说怎么样？就我们现在已经就在就地每个地方队已经进队了，就之后打算就往国家队走。就是最终的目标是国家队。对。 Also das Endziel ist natürlich dann national, Mannschaft. Genau. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass ihr euch bereit erklärt habt, nach eurem Finale hier ins Interview zu kommen. Und nochmal ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, dass ihr hier in Berlin gewinnen konntet. Ja, du kannst denen das ja einfach jetzt so schnell ohne Mikrofon sagen. Also vielen lieben Dank nochmal und herzlichen Glückwunsch. Ja, also zwei wirklich starke, die hier im Mixed gewonnen haben. Und ich gucke gerade mal über die Schulter. Ja, da geht es jetzt mit dem Damen-Doppel gerade weiter mit dem Finale. Und mal sehen, wer sich da durchsetzen kann. Macht's gut. Ciao.